Ich stelle vor Gottfried Keller, 1819 bis 1890. Gottfried Keller war ein bedeutender Schweizer Dichter und Politiker. Eines seiner berühmtesten Werke war Der grüne Heinrich. Er lebte in der Neuzeit, im 19. Jahrhundert. Gottfried Keller wurde 1819 in Zürich geboren. Doch schon als Keller 5 Jahre alt war, starb sein Vater. Von 1825 bis 1834 besuchte er viele verschiedene Schulen. 1834 wurde er wegen eines Streiches von der Schule ausgewiesen. Von 1834 bis 1838 wurde Gottfried Keller zum Landschaftsmaler ausgebildet. Später ging Keller zur Kunstakademie nach München, jedoch war er erfolglos bei seiner Ausbildung als Landschaftsmaler. Anschließend ging er zurück nach Zürich. Doch schon 1845 gab Keller endgültig das Malen auf. Jedoch versuchte er sich durch Zufall am Dichten. 1848 verlieh die Züricher Regierung ihm ein Stipendium in Heidelberg und in Berlin. Anschließend ging er zurück nach Zürich, um dort weitere Werke herzustellen. Somit stieg sein Ansehen als bedeutender Dichter. Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Gottfried Keller mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Zürich ausgezeichnet. Auch heute ist Gottfried Keller noch bekannt. Es wurden Straßen und Schulen nach ihm benannt und es gibt in Zürich auch eine Statue von ihm. Am 15. Juli 1890 starb Gottfried Keller in Zürich.